Hallo, liebe Individualisten, Chaoten und unverbesserliche Freunde der Freiheit. Ich bin es wieder, Max Remke, der andere Rebell. Und heute möchte ich über ein Thema reden, was mich besonders betrifft, nämlich Schule. Warum betrifft mich das besonders? Zum einen war ich natürlich selber mal Schüler und kenne auch eine Menge Schüler. Zum anderen habe ich Lehramt studiert. Ich habe zuerst Geschichte und Politik als Fachwissenschaft studiert, dann Lehramt. Das heißt, das ist ein Thema, wo ich inzwischen sehr, sehr viel Wissen gesammelt habe. Und wo sich dadurch auch mein Blick ganz grundlegend verändert hat. Als Schüler fand ich nämlich Schule irgendwie noch so ganz okay. Oft sehr nervig, oft hätte ich mir gewünscht, was anderes machen zu können, aber es war halt normal, es war halt üblich. Jetzt hingegen, mit dem, was ich mehr weiß, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, im Lehramtsstudium, wie schrecklich Schule ist. Und das meine ich ernst und genauso hart, wie ich es sage. Ich halte Schule für etwas Schreckliches, etwas Böses in unserer Gesellschaft. Und ich halte Schule deshalb für etwas Böses, weil es dem Elementarsten unserer Gesellschaft, der Menschenwürde, widerspricht. Und zwar, weil Schule so unfrei ist, weil Schule kein bisschen demokratisch, kein bisschen freiheitlich ist, sondern Schule wie die schlimmste Form der Diktatur, die totalitäre Diktatur ist. Also eine Diktatur, in der der Mensch komplett von anderen bestimmt, komplett beherrscht, komplett fremdgesteuert ist, indem er als Individuum, als Einzelner mit seinem eigenen Willen eigentlich nicht mehr existiert. Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf an die Schule, zu sagen, pass auf Schule, du bist so autoritär, so absolut, du bist wie ein totalitärer Staat, wie eine Diktatur. Und ich kann gut verstehen, wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist jetzt aber eine steile These. Und ich möchte euch jetzt erklären, warum ich der Meinung bin, dass Schule tatsächlich so ist, indem ich euch aufzeige, wo Schule überall unfrei ist. Und vielleicht seid ihr danach genau wie ich der Meinung, dass Schule etwas ist, was wir, wenn wir so ein wenig anständige, freiheitlich denkende Menschen sind, bekämpfen müssen und bekämpfen sollten. In der Schule kannst du nicht entscheiden, was du lernst. Das ist vorgegeben. Dafür gibt es Lehrpläne, dafür gibt es das Curriculum. Also eine genaue Aufzählung sowohl von den Fähigkeiten, die du können sollst, als auch von den ganzen Inhalten, die du können sollst. Zum Beispiel sollst du am Ende im Fach Geschichte Transformationsprozesse vom 15. zum 16. Jahrhundert beschreiben können. Beispielsweise. Das steht dann in so einem Lehrplan. Und genau das musst du auch lernen. Das heißt, was du für Interessen hast oder was du für sinnvoll hältst für dein weiteres Leben, das kannst du nicht einfach so lernen, zumindest nicht in der Schulzeit. Die Schule zwingt dich dazu, bestimmte Sachen zu lernen, ganz gleich, wie sinnlos sie sind. Und sie sind sehr oft sinnlos. Das könnt ihr ganz leicht testen. Fragt mal eure Eltern oder euren älteren Bruder oder so, wann er das letzte Mal in seinem Leben die Funktionsweise der Osmose wissen musste oder wie DNA-Polymerase arbeitet. Oder auch, wann er das letzte Mal beispielsweise gefragt wurde zu der Darstellung von Zeit in der modernen Kunstgeschichte und wie man sie in Montagen umsetzt. Das sind alles Lehrplaninhalte. Das ist alles Plunder, den wir in der Schule lernen. Erste Hilfe zum Beispiel lernen wir in der Schule nicht. Warum auch immer. Oder wir lernen auch nicht die absoluten Grundlagen davon, mit unserem Geld umzugehen oder so ein Kram. Das ist eigentlich alles nicht richtig Teil der Schule. Zumindest nicht, sobald es so ein bisschen ernster, ein bisschen komplexer, ein bisschen weltnäher wird. Und damit ist sozusagen diese Entscheidung euch genommen. Ihr seid, in Zeit umgerechnet, mindestens 10, 12.000 Stunden gezwungen, Kram zu lernen, ganz gleich, ob ihr ihn lernen wollt oder nicht. Genauso wenig habt ihr irgendeine Mitsprache, wann ihr denn lernt. Ihr könnt so ein bisschen bei den Hausaufgaben selber wählen, wenn ihr noch nicht in der Ganztagsschule seid, sonst ist das auch schon komplett für euch vorgeplant. Und das auch, wenn ihr, ich weiß nicht, ein bisschen älter seid, 15 seid, 16 seid und so weiter. Und ihr könnt auch nicht entscheiden, wie lange. Also die genauen Zeit könnt ihr auch nicht festlegen. Ihr könnt nicht sagen, ich bin gerade so richtig in Mathe drin, ich mag Mathe, komm, dann mache ich jetzt noch 10 Minuten länger. Ich habe gerade angefangen, richtig zu verstehen, jetzt geht das hier ab. Das geht nicht. Wenn der Gong klingelt, ist Mathe durch und dann habt ihr gefälligst etwas anderes zu tun. Ob ihr gerade voll dabei seid, ob das für euren Lernweg persönlich sinnvoll ist, das ist völlig egal. Das wird im System nicht berücksichtigt. Auch wenn ihr vielleicht lieber später lernen wollt, was sehr sinnvoll sein könnte, wird das nicht berücksichtigt. Wir wissen aus Untersuchungen, dass gerade Teenager und ältere Kinder eine andere biologische Uhr haben, einen anderen Biorhythmus. Das heißt, die werden im Schnitt einfach später wach. Das interessiert aber auch die Schule nicht. Wenn die Schule um 8 Uhr beginnt, beginnt die Schule um 8 Uhr. Wenn dann alle halb tot da sind und nur so sitzen, kriegen sie halt schlechte Noten. Selbst wenn sie qua Biologie da so gut wie nichts für können.
Aber es interessiert halt sozusagen im System nicht. Das System ist für alle gleich, es ist halt für alle gleich zu funktionieren. Und wenn es für dich nicht gut funktioniert, hast du halt Pech. In der Schule entscheidet ihr natürlich auch nicht, wo ihr lernt. Studenten zum Beispiel, das kenne ich auch aus meinem Studium, gehen gerne mal, wenn das Wetter schön ist, raus mit dem Buch und setzen sich dann hin und lesen so ein bisschen oder arbeiten halt an der frischen Luft, wie es ihnen halt passt. Diese Art von Freiheit, euch den Tag selber einzuteilen und euch selber einen Ort zu wählen, wo ihr lernen wollt, habt ihr in der Schule nicht. Ihr sitzt in diesem Klassenraum. Wenn ihr mit euren Klassenkameraden schlecht klarkommt, von denen gemobbt werdet oder so, ist egal, ihr kommt da nicht raus. Ihr sitzt in diesem Klassenraum. Und wenn ihr dann doch mal auf den Flur gehen könnt, ist das halt vielleicht der Gnadenakt des Lehrers. Aber ihr habt kein Recht darauf, selber zu entscheiden, wo ihr lernt. Sondern auch das ist für euch festgelegt. Ihr könnt auch nicht aussuchen, wer euch unterrichtet. Von wem ihr etwas lernen wollt. Vielleicht gibt es ja Leute, zum Beispiel in eurer Familie, in eurer Bekanntschaft, die irre viel wissen und ihr würdet euch gern mit denen länger unterhalten und so. Aber das geht nicht in der Schule. In der Schule ist vorgegeben, wer euch unterrichtet. Und dabei ist es völlig egal, ob diese Leute gut oder schlecht da drin sind. Wir wissen aus großen Bildungsstudien übrigens, dass Lehrer durch ihre Ausbildung kaum besser unterrichten als Leute, die das nicht studiert haben. Also eigentlich sind das oft gar nicht so perfekte Lehrer oder Lehrkräfte, die euch da unterrichten. Das ist aber egal. Dazu mal wir in Deutschland Beamtenstatus haben, das heißt im Normalfall sind die verbeamtet, das heißt die können nicht einfach so gekündigt werden. Das heißt, egal wie beschissen der Lehrer ist, den werdet ihr nicht los. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Wenn der Lehrer euch nicht mag, dann kann es für euch richtig unangenehm werden. Denn der Lehrer entscheidet am Ende ja über eure Zukunft. Und wenn der Lehrer euch nicht mag und euch auf den Kicker hat, werdet ihr ihn genauso wenig los. Ihr könnt auch nicht entscheiden, wie ihr lernt. Das heißt, ihr könnt nicht aussuchen, ob ihr lieber in Einzelarbeit zum Beispiel arbeitet und euch das selber alles erarbeitet oder in Gruppen. Ihr könnt nicht euch aussuchen, und da gibt es verschiedene Lerntypen, seid ein visueller Typ, der sehr, sehr gut durch Schaubilder und Sachen, die man sieht, lernt, gehöre ich zum Beispiel dazu, oder seid ihr eher so ein Typ, der sehr, sehr gut zuhören kann, also es gibt verschiedene Arten des Lernens. Aber das wird nicht an euch angepasst, das könnt ihr euch auch nicht aussuchen. In der Schule gibt der Lehrer vor und die gewissen Vorgaben sozusagen des Schulprogramms und so weiter, wie ihr genau zu lernen habt, ob euch das passt, ob euch das gefällt. Das ist letztendlich relativ egal. Ob ihr jetzt nur als Arbeitsblättern arbeitet oder immer nur im Buch lest oder immer nur Gruppenarbeit macht oder immer nur Einzelarbeit und ob euch das gar nicht passt. Wie gesagt, all das interessiert nicht. Ich hatte gesagt, die Schule ist totalitär. Das heißt, sie ist so total, dass für euch keinerlei Freiraum, keinerlei eigene Entscheidung mehr bleibt. Jetzt wollen wir mal gucken, stimmt denn dieser am Anfang aufgestellte Behauptung. Wir haben gesehen, in der Schule entscheidet nicht, was ihr lernt. Die Zeit seid gezwungen, bestimmten Kram zu lernen, egal ob ihr wollt oder nicht, und wenn ihr nicht lernt, dann müsst ihr Sanktionen fürchten. Also zum Beispiel schlechte Noten oder aber ihr könnt ja nicht studieren und so weiter. Also das entscheidet ihr nicht. Ihr entscheidet auch nicht, wie ihr lernt, welche Methoden, mit welchem Material und so weiter, ist auch nicht eure Entscheidung. Ihr entscheidet nicht, bei wem ihr lernt und auch im Übrigen nicht, mit wem ihr lernt, denn die Klassen werden ja auch vorgegeben und zusammengesetzt, da redet ihr ja auch nicht mit. Ihr entscheidet auch nicht, wann ihr lernt. Die Uhrzeiten sind vorgegeben und wie lange die dauern, ist auch vorgegeben. Und ihr entscheidet am Ende auch nicht den Ort, an dem ihr lernt und ob euch das passt oder nicht, auch das ist komplett vorgegeben. Was entscheidet ihr dann noch in der Schule? Und die Antwort ist, wie ihr seht, eigentlich gar nichts mehr. Das Ganze wäre vielleicht auch gar nicht so schlimm, könnte man aus diesem System irgendwie raus. Aber auch das kann man nicht. Ihr könnt nicht einfach so schwänzen, dann kommt irgendwann die Polizei und holt euch ab und bringt euch dahin. Ihr könnt nicht einfach so euch verweigern, dann kriegt ihr schlechte Noten und sozusagen euer weiterer Lebensweg wird verbaut. Ihr könnt nicht sagen, ich weiß schon jetzt, dass ich mich tierisch für, ich weiß nicht, Mathematik begeistere, also will ich jetzt die ganze Zeit Mathematik machen. Und verzichte auf, ich weiß nicht, darstellendes Spiel, weil ich weiß genau in meinem späteren Leben, ich werde kein darstellendes Spiel machen, ich bin nicht bescheuert. So, und wenn ihr euch darauf konzentrieren wollt, dann könnt ihr das nicht, weil ihr seid gezwungen, diese Zeit mit genau diesen Inhalten, bei genau den Leuten, an genau den Orten, unter genau diesen Arbeitsanweisungen auszuführen. Ich hoffe, ich konnte euch verständlich machen, warum ich Schule so, wie sie heute ist, unser Schulsystem so, wie es heute ist, etwas Schlechtes, ja etwas Schreckliches finde. Ich finde, es ist etwas, was in einer modernen, freien Gesellschaft
die eigentlich Autonomie und Selbstbestimmung als Teil der Menschenwürde achtet, nichts verloren hat. Wenn ihr das auch so seht und auch jetzt darüber nachdenkt und denkt, warum habe ich das nie gesehen? Meine Güte, was ein Mist. Was hätte ich mit dieser Lebenszeit machen können, hätte ich selber entscheiden können, hätte ich nach meinen Interessen gehen können, nach meinen Wünschen. Dann könnt ihr unter anderem auch bei Liberty Rising euch an der Kampagne gegen dieses System von Zwangsschule beteiligen. Den entsprechenden Link findet ihr unten. Wenn ihr noch mehr über Schule lernen wollt, wenn ihr noch mehr verstehen wollt, warum Schule ein Problem ist und wie dieses autoritäre System, was keine Rücksicht auf eure individuellen Bedürfnisse nimmt, Menschenleben zerstört, dann abonnieren, Benachrichtigung an, denn ich möchte noch ein paar mehr Videos zu unserem Schulsystem machen.